Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte in Christus, in Russland lebten bis nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen Deutsche in geschlossenen Siedlungsgebieten. Und sie erlebten natürlich dann auch den Kommunismus ab 1917. Und mir hat ein Russlanddeutscher erzählt, dass dann im Jahre 1937 die Kirchenverfolgung besonders heftig losging. Alle Pfarrer wurden verhaftet und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Die Kirchtürme wurden eingerissen und alle Kirchen wurden entweiht, indem man in sie Kinos oder Turnhallen und so weiter einbaute. Als 1941 die deutschen Truppen in diese Gebiete vordrangen, da kamen die Russlanddeutschen vom Regen in die Traufe. Aber immerhin, sie konnten wieder ihren Glauben, den christlichen Glauben, einigermaßen praktizieren. Und dieser Russlanddeutsche erzählte mir dann, dass sie als erstes ihre Kirchen wieder hergerichtet haben. Als erstes haben sie wieder die Türme aufgebaut, obwohl sie genug andere Sorgen gehabt haben. Warum haben sie das gemacht, meine Lieben? Das Gotteshaus selbst gibt uns Antwort. Schauen wir zum Beispiel auf die Glocken. Wir haben 7 Glocken in Maria Vesperbild, ein wunderbares Geläute. Alle Glocken sind der Mutter Gottes geweiht. Und auf der größten steht, unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. Also, ein Grund ist, dass die Kirche uns Gottes Schutz und den Schutz Mariens und der Heiligen vermittelt. Und wo man meint, man braucht Gott nicht, da wird es nicht selten gefährlich. Und das erlebten die Menschen damals in der Sowjetunion. Die Kommunisten sagten ja, es gibt keinen Gott. Religion ist Opium für das Volk. Wir schaffen den Himmel auf Erden. Aber ohne Gott haben sie den Terror auf Erden, die Hölle auf Erden gebracht. Denn wenn der Mensch Gott nicht mehr fürchtet, dann wird er leicht zum reißenden Wolf für seine Mitmenschen. Der heilige Augustinus hat einmal geschrieben, ein Staat ohne Gott ist bestenfalls eine gut organisierte Räuberbande, weil jeder bloß noch an sich denkt. Nun, die Glocken rufen uns zum Gegenteil auf. Sie rufen, dass wir Gott die Ehre geben sollen. Und wenn wir Gott die Ehre geben, müssen wir auch dem Menschen die Ehre geben und ihn achten. Es gibt keine Gottesliebe ohne Nächstenliebe. Und letztlich gründet die Nächstenliebe auch in der Gottesliebe. Und die Glocken rufen uns zur Ehre Gottes, dass wir Gott am Sonntag die Ehre geben, dass wir hier in der Heiligen Messe Gott ehren und anbeten. Und die machen das ganz liebevoll, denn die Glocken sind Musikinstrumente. Sie sind aufeinander abgestimmt und oft spielen sie sogar ein Lied. Ganz liebevoll locken sie uns zum Gotteshaus. Das Zweite, warum die Kirche uns Antwort gibt, warum sie so notwendig ist, das zeigen uns zum Beispiel die Deckengemälde. Wenn wir ganz vorne schauen, dann sehen wir da die Abnahme Jesu vom Kreuz. Und links unten an der Leiter im blauen Gewand steht Maria. Ein Zeichen dafür, dass wenn wir uns an Gott halten, wir stark werden können wie Maria. Maria hat in dieser furchtbaren Situation durchhalten können, weil Gott ihr dazu die Kraft gegeben hat.
Dann sehen wir weiter vorne am Chorbogen ein kleineres Bild. Da sehen wir ein Schiff, eine Arche in tobender See. Und da steht drüber, ex tollunt non mergunt. Das heißt, sie heben hoch, sie gehen nicht unter. Das heißt, in ein gutes Deutsch übersetzt, das Schiff der Kirche wird von den Wogen der Zeit hin und her geworfen, von den Stürmen der Zeiten emporgerissen, droht unterzugehen, aber sie geht nicht unter, weil sie von Gott getragen wird. Und das ist auch etwas, was uns viel Kraft gibt und viel Halt gibt, dass Gott in der Kirche gegenwärtig ist und für uns wirksam. Und die Kirchengeschichte zeigt das, dass in all den Stürmen der Zeit die Kirche durchgestanden hat und das Heil den Menschen vermittelt hat durch alle Zeiten, sei es, wie es will. Und dann über uns sehen wir den offenen Himmel. Das ewige Leben wird uns angeboten in der Kirche. Wer bietet mehr an als die Kirche? Ich möchte als Beispiel dazu den Maler dieser Deckengemälde ein bisschen betrachten. Es war der Balthasar Riep aus Kempten. Der Fürstabt damals entdeckte diesen jungen Menschen als großes Talent und schickte ihn auf seine Kosten für 2 Jahre nach Italien, um die Malkunst gescheit zu lernen. Und so wurde Balthasar Riep einer der ganz großen Barockmaler. Er war verheiratet und sie bekamen in dieser Ehe nur ein Kind. Und dieses eine Kind, seine große Hoffnung, ist nach einem halben Jahr gestorben. Balthasar Riep hat dann zum Trinken angefangen. Er wurde zu einem ganz großen Alkoholiker, ganz schlimm alkoholkrank. Und seine Frau ist verzweifelt und hat ihn dann schließlich hinausgeworfen. Und so endete er im Armenhaus. Und als er diese Gemälde gemalt hat, da war er schon völlig am Ende. Und er hat keines dieser Bilder signiert. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, ich bin so ein armer Hund. Ich will mich da nicht wichtig machen. Ich will allein noch Gott die Ehre geben. Und ich hoffe, dass der Himmel mich dann erlöst von meiner Sucht, die mir so viel Unheil angerichtet hat. Sie hat mir den Himmel auf Erden versprochen und sie hat mir die Hölle gebracht. Und so hat er den Himmel gemalt. Was wird er sich wohl dabei gedacht haben? Unser großes Ziel in all dem Negativen dieser Welt gibt uns der Himmel immer Lichtblick und Hoffnung. Und das Dritte, was die Kirche uns lehrt, das sehen wir zum Beispiel am Chorbogen, hier am Altareingang, am Eingang zum Altarraum. Da sehen wir Maria rechts und links den heiligen Josef. Man nennt Maria die Pforte des Himmels, weil sie Ja gesagt hat zur Erlösung und damit uns den Himmel aufgemacht hat. Links am Altar, am Seitenaltar sehen wir es abgebildet. Sie sagt zum Engel, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Aber im Vesperbild steht der heilige Josef nicht im Abseits. Er steht auf gleicher Höhe mit Maria, denn er war genauso wichtig. Ohne ihn hätte es Maria nicht geschafft. So sind die beiden Pforte des Himmels. Unten die Kommunionbank, wo wir die Speise für das ewige Leben empfangen, wo unser Glaube gestärkt wird. Meine Lieben, wir haben uns ein wenig gefragt, warum die Russlanddeutschen und überhaupt die Russen als erstes wieder ihre Kirchen hergerichtet haben, wo sie doch genug andere Sorgen hatten. Das Gotteshaus selbst gibt uns die Antwort. Gott die Ehre geben, das ist ganz wichtig.
Denn wo man Gott nicht mehr die Ehre gibt, wird leicht der Mensch verachtet. Und die Glocken rufen uns jeden Tag, vor allem am Sonntag, gebt Gott die Ehre. Die dicken Gemälde zeigen uns, dass Gott uns im Gotteshaus viel Kraft gibt. Maria, das beste Beispiel vorne, die Kirche in der wogenden See, die nicht untergeht, der Himmel, unser höchstes Ziel, das uns vieles verkraften lässt. Und der Chorbogen, die Pforte des Himmels, Maria und Josef, die heilige Kommunion, helfen uns, dieses große Ziel zu erreichen, und sie helfen uns in diesem Leben, die Schwierigkeiten des Lebens zu bewältigen. So wollen wir in diesem Sinne nun die heilige Messe voller Dankbarkeit feiern, dass wir ein Gotteshaus haben und in Freiheit unseren Glauben leben können. Amen.